hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Hilfe kommt von den Erzengeln. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 1. September 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir lassen in dieser Zeit viel Unterstützung zu, denn wir finden, je mehr Hilfe wir bekommen, desto besser sind wir in der Lage, denjenigen unter euch, die es brauchen, das zu liefern, was ihr braucht, um auf eurer Reise voranzukommen. Wir haben Hilfe von den Erzengeln erhalten, die erkennen, dass die Arbeit, die wir mit euch machen, bedeutsam ist, und sie sehen auch, dass die Arbeit durch uns ein Weg ist, sich mit mehr von euch zu verbinden. Ihr profitiert natürlich von all den Helfern, die in diesem Universum existieren, und die Hilfe, die ihr von der Quelle erhaltet, ist ebenfalls von Bedeutung. Wir arbeiten alle zusammen und wir hoffen, dass wir durch unsere Zusammenarbeit mehr von euch dazu inspirieren, ebenfalls zusammenzuarbeiten, denn wir sehen den Wert darin für die Menschheit. Aber das Ego sieht das nicht immer so. Das Ego nimmt manchmal gern zu viel auf sich, um sich selbst zu beweisen, oder weil das Ego als der Große oder der Retter bezeichnet werden möchte. Aber wenn ihr zusammenarbeitet, um Liebe und Freude zu verbreiten, geht es euch nicht darum, den ganzen Ruhm zu ernten. Wenn ihr erkennt, dass ihr Teil eines Kollektivs seid und dass die Verbesserung des Kollektivs auch für euch gut ist, dann werdet ihr eher mit anderen zusammenarbeiten, um die Veränderungen herbeizuführen, die ihr sehen und erleben wollt. Deshalb erzählen wir euch von der Tatsache, dass wir mit denen zusammenarbeiten, die in unserer Dimension sind, und wir suchen Unterstützung bei denen, die in höheren Dimensionen sind. Wir möchten euch dazu inspirieren, euch auf eurer irdischen Ebene nach der Hilfe umzusehen, die euch angeboten wird. Manchmal erlaubt es euch der Stolz nicht, Hilfe anzunehmen, und ihr müsst das stolze Ego für eine Weile loslassen, um zu sehen, ob ihr eine bessere Zeit habt, ohne diesen Stolz einzusetzen und das Bewusstsein eures Egos zu aktivieren. Wenn ihr euch verschiebt, verschiebt ihr euch in euer höheres Selbst. Und als euer höheres Selbst versteht ihr, dass ihr ein Kollektiv seid und es immer gewesen seid. Ihr müsst also nicht mehr alles selbst machen, wenn ihr aufsteigt, und es ist sicherlich an der Zeit zu erkennen, dass ihr auch jetzt nicht alles selbst macht. Ihr habt Hilfe bei der Verschiebung von uns allen in den höheren Reichen, und ihr habt auch Hilfe von euren Mitmenschen. Lasst die Hilfe zu, vor allem wenn ihr mit etwas kämpft. Wenn ihr euch den Kopf zermartert und versucht herauszufinden, wie ihr etwas zum Laufen bringen könnt, dann wisst ihr, dass es an der Zeit ist, das Bedürfnis, alles selbst zu machen, loszulassen und die Hilfe von Wesen und Kollektiven wie uns anzunehmen. Die Energieübertragung, die mit der Hilfe der Erzengel kommt, wird euch alle dabei unterstützen, mehr von eurem höheren Selbst und allem Guten, das damit einhergeht, zu erreichen. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Hilfe, die kommt, anzunehmen. Ihr müsst sie euch nicht verdienen, ihr müsst nicht die richtigen Phrasen rezitieren. Du musst nur wissen, dass sie auf dem Weg ist. Und wenn du dich entspannst und dich wie eine Blume öffnest, kannst du sie mit Leichtigkeit und Anmut empfangen. Und du kannst anfangen, so zu leben, als wärst du jetzt in der fünften Dimension. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.